Moin, mein Name ist Nico der Profi. Ich bin heute wieder mit einem weiteren Anfängerguide für euch am Start. Viele fragen sich jetzt, nachdem sie überlebt haben, naja, was mache ich denn jetzt und wie entwickle ich meine Base weiter? Und das gucken wir uns heute an. Auf Level 20 werdet ihr den Schmelzofen und die Werkbank herstellen können. Und das ermöglicht euch dann viele neue Sachen. Also ihr könnt auf jeden Fall dann zum ersten Mal Metall schmelzen, im Schmelzofen logischerweise, und könnt dann auch in der Werkbank die ersten Metallgegenstände herstellen. So wie zum Beispiel jetzt dann eine Metallspitzhacke oder eine Metallaxt, eine Armbrust und auch einige Sättel. Das ist wichtig für euch, weil so könnt ihr auf jeden Fall mehr farmen, schneller farmen, effizienter farmen und vor allem mit der Armbrust auch besser zähmen. Dann passiert erstmal lange Zeit nichts, aber auf Level 42 bis 44 habt ihr die Möglichkeit, ein Gewächshaus freizuschalten bzw. Bauteile für ein Gewächshaus. Denn das Gewächshaus müsst ihr selber bauen und da werde ich euch mal oben auf dem i ein Video verlinken, wie man das bauen kann. Das ist natürlich jetzt hier etwas nicht so schönes, dient nur der Veranschaulichung. Kann man natürlich alles schöner machen, besteht einfach nur aus diesen Wänden und eben Beeten. Und da könnt ihr dann eben Beeren ranziehen und Obst und Früchte und hast du nicht gesehen. Also alles, was es so in Ark gibt, könnt ihr daran ranziehen. Das ist wichtig für Kibbel und zum Zähmen später. Also zum Zähmen und, also Kibbel ist für Zähmen. Ja, es ist wichtig zum Zähmen später und um euch Medizin und sowas zu machen, wird also auch noch im Late Game wichtig. Auf Level 48 kommt dann auch schon der Fabricator bzw. der Fabrikator und der ist auch dafür da, damit ihr wieder ganz viele verschiedene Sachen bauen könnt bzw. herstellen könnt. So könnt ihr zum Beispiel die Taucherrüstung herstellen, viele Elektronik-Sachen, spätere Geräte, die ich euch hier noch auch mit aufzeigen werde und sogar auch Waffen. Beziehungsweise Munition für die Waffen. Die Besonderheit bei dem Fabricator ist, dass der mit Benzin läuft und Benzin müsst ihr in dem Schmelzofen herstellen oder in der Industrieschmelze und dafür braucht ihr Öl und Leder. Auf Level 49 geht es dann schon weiter mit dem Stromgenerator und den könnt ihr dann eben im Fabricator bauen. Und naja, wie der Name schon sagt, Stromgenerator, das Ding sorgt dafür, dass ihr Strom bekommt. Und auch dieser läuft dann mit Benzin und so könnt ihr dann eben Geräte mit Strom versorgen. Ganz, ganz wichtig. Auf Level 50 haben wir dann schon den Industriegrill. Das ist das Ding hier vor mir. Sieht nicht so schön aus, finde ich. Läuft aber auch mit Benzin und darin könnt ihr eben deutlich schneller Fleisch braten als jetzt im Lagerfeuer. Das ist quasi die nächste Stufe dann nach dem Lagerfeuer und ist auf jeden Fall zu empfehlen, weil es geht super, super schnell und ihr werdet auf jeden Fall kein Problem mehr mit gebratenem Fleisch haben. Auf Level 60 geht es dann weiter mit dem Kühlschrank und mit der Klimaanlage. Die gibt es auf Level 61. Machen wir es mal zusammen, weil es steht gerade beides nebeneinander. Ihr seht jetzt schon, der Kühlschrank jetzt ohne Energie, das heißt, der Stromgenerator ist nicht an und ist auch nicht verbunden hier per Kabel mit dem Kühlschrank. Aber man kann sich schon denken, im Kühlschrank halten die Sachen dann deutlich, deutlich länger als in eurem Inventar oder als in einem Räucherschrank, beziehungsweise Räucherkammer heißt es, glaube ich. Dementsprechend auf Level 60 auf jeden Fall eine sehr, sehr große Empfehlung. Da halten alle Sachen wirklich sehr, sehr lange und die Klimaanlage, wie gesagt, auf Level 61 wird interessant zum Züchten. Beziehungsweise fürs Züchten braucht ihr eventuell, um Eier auszubrüten. Damit könnt ihr nämlich die richtigen Temperaturen erzielen. Thema Züchten verlinke ich euch oben nochmal auf dem i ein Video zum Thema Züchten. Auf Level 64 gibt es dann den Industriezerkleinerer und ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn noch nie gebaut. Noch nie. Also weil ihr könnt da halt Sachen drin zerkleinern, so wie aus Holz könnt ihr dann Stroh machen oder aus Stein macht ihr Feuerstein. Und das sind ja Sachen, ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Ich habe ihn, wie gesagt, noch nie benutzt. Bin da auch noch nicht überzeugt von, kann man mich ja in den Kommentaren von einer Meinung gerne überzeugen. Level 64, Industriezerkleinerer. Bis Level 80 passiert wieder lange Zeit nichts und dann kommt dieser Oschi hier. Das ist die Industrieschmelze und in der Industrieschmelze kann man Sachen schmelzen. Wer hätte das gedacht? Das ist quasi die nächste Stufe zum Schmelzofen. Und ja, der braucht halt auch wieder Benzin, damit das Ding läuft und dann könnt ihr da richtig geil Sachen drin schmelzen. Also es geht super schnell. Wenn ihr jetzt viel Metall habt, was ihr auch irgendwie braucht, um das Ding zu bauen, das ist auch super teuer. Aber lohnt sich auf jeden Fall und wird euch auf jeden Fall einiges erleichtern, weil es geht sehr, sehr schnell. Beziehungsweise ich glaube, es dauert gleich lang, wenn man sich den Balken anguckt, aber es kommt dann im Endeffekt mehr dabei raus. Also, wer ins Late-Late-Game möchte, sollte auf jeden Fall eine Industrieschmelze in der Base haben. Ganz, ganz wichtig. Level 82, etwas unscheinbar. Sieht auch nice aus, finde ich, passt aber nicht in Ark rein. Irgendwie weiß ich auch nicht. Wehre ich mich ein bisschen gegen Chemielabortisch oder Chemistry Bench auf Englisch. Ist jetzt hier auch wieder ohne Energie. Und das Besondere hierbei ist, dass man dafür einmal Strom benötigt, aber auch Benzin. Also ihr braucht beides, sonst läuft das Ding nicht. Ja, was ist das Ganze? Das ist quasi die Erweiterung von Mörser und Stößel. Und auch hier, wie bei allen Industriesachen,
modernen bzw. erweiterten Dingen, es geht deutlich schneller. Ihr könnt hier drin also super schnell und super viel Sachen verarbeiten. Das heißt, wenn ihr mal irgendwie Gammelfleisch gesammelt habt und jetzt Narko machen wollt, dann geht das hier ganz, ganz schnell. Wenn ihr zum Beispiel auf einem Server spielt und ihr habt Leute im Tribe oder so, die sind halt noch Low-Level, dann können damit ganz, ganz schnell leveln. Weil, ne, Narkosemittel und so haben wir gelernt, levelt schnell, zumindest am Anfang. Auf Level 88 wird es auch nochmal richtig interessant, weil da gibt es die Kryokammer und die könnt ihr jetzt nicht in einem dieser Geräte, die ich euch vorhin gezeigt habe, herstellen, sondern die müsst ihr entweder an einem Drop oder an einem Beacon, also an so einem Ding wieder hinten, herstellen. Und das Ding ist halt ein Kühlschrank für Kryokapseln. Das ist das hier, was ich in der Hand habe. Und Kryokapseln gibt es schon auf Level 51. Und die sind super praktisch, denn ihr könnt darin einfach einen Dino quasi einfangen wie ein Pokémon und den auch später wieder rausschmeißen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in eine Höhle geht, könnt ihr den mit reinnehmen, auch wenn er gar nicht reinpassen würde. So könnt ihr zum Beispiel durch die Sumpfhöhle gehen mit einem Megatherium. Also, diese Dinger könnt ihr schon vorher bauen, die sind aber nur 30 Tage haltbar. Was heißt nur? Also, wenn ihr jetzt im Singleplayer unterwegs seid, dann reicht das dicke, dann gehen die nicht leer. Und eigentlich solltet ihr auch auf einem Server innerhalb von 30 Tagen von Level 51 auf 88 kommen. Die Kryokammer braucht auch wieder Energie, also wird auch wieder mit Strom betrieben und da könnt ihr dann einfach eure Kapseln reinlegen und die werden quasi wieder aufgeladen und sind dann wieder bei 30 Tagen, wenn ihr sie reingepackt habt. Level 88 ist der Industriekocher und auch das Ding ist natürlich wieder schneller als sein Vorgänger, der normale Kochtopf, und da könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel Kibbel kochen. Alle möglichen Soßen, würde ich schon sagen, Suppen, die ihr so braucht, auch fürs Kibbel oder für Höhlen oder für was auch immer, die könnt ihr auf jeden Fall damit machen. Und das ganze Ding braucht scheinbar auch wieder Benzin. Ich bin der Meinung, wir haben das Ding noch nie mit Benzin betrieben, sondern eigentlich immer mit Strom. Es kann sein, dass sich die S-Plus-Sachen da ein bisschen unterscheiden. Und ich weiß nicht, ob man die Karte auch mit Strom betreiben kann. Also die im normalen Spiel. Müsst ihr einfach mal ausprobieren, ob das mit Strom geht oder ob ihr wirklich bei jedem Ding hier Benzin reinpacken muss. Würde mich ein bisschen wundern. Wer weiß, vielleicht habt sich auch wieder Wildcard gedacht, wir patchen da mal eine Sache. Aber wir machen das Spiel noch ein bisschen besser. Wie dem auch sei, beim nächsten Mal werden wir uns unter anderem um diese Kollegen hier kümmern. Denn ihr müsst ja nicht nur wissen, was ihr bauen könnt, sondern ihr müsst ja auch farmen, damit ihr irgendwie alles zusammenbekommt. Das kommt dann nächste Woche in einem Video. Für die Ungeduldigen habe ich jetzt mal hier auf der rechten Seite ein Video mit den Top 5 Farm-Dinos verlinkt und auch nochmal die Playlist mit allen Anfänger-Guides bzw. Guides zu Ark. Wer ganz nice drauf ist, kann unter mir meinen Kanal abonnieren. Ansonsten lasst gerne einen Kommentar da für den Algorithmus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und ciao.